Dieses Land gehört uns. Die Bäume, die Luft, das Wasser und die Fische. Du bist Gast in unserem Land. Diesen Fisch möchte ich dir schenken. Ich nehme dein Geschenk an. Mein Name ist Timmy. Mein Name ist Kleiner Biber, weil ich gut schwimmen kann. Ich kann schnell laufen. Aber nicht schneller als ich. Hey, komm! Siehst du eine Höhle? Geh bloß nicht rein! Hast du Angst? Ein richtiger Krieger hat nie Angst. Aber eine Höhle kann gefährlich sein, weißt du? Du hast doch Angst. Ich habe keine Angst. Wollt ihr die ganze Nacht dort oben verbringen? Winnetou! Schieß, Winnetou! Der Wolf ist gefährlich, er will uns fressen! Das ist seine Natur. Er hat Hunger. Meine kleinen Krieger haben doch nicht etwa Angst vor dem hungrigen Wolf. Kleiner Biber hat niemals Angst. Ich auch nicht. Aber kann er sich nicht was anderes zum Fressen suchen? Jedenfalls bald. Dabei weiß er nicht einmal, dass man nicht einfach in eine Höhle gehen darf. Jedes Kind weiß, dass da Wölfe drin sind. Kommt jetzt. Ich bringe euch morgen früh ins Tal. Heute ist es zu spät. Du bist ein ziemlich großer Wolf. Ich glaube, der größte, den ich je gesehen habe. Wie viele Wölfe hast du denn schon gesehen? Ein richtiger Krieger lügt nicht. Ist das so, Winnetou? So ist es, kleiner Biber. Das ist der erste Wolf, den ich gesehen habe. Du hast uns das Leben gerettet. Vielleicht kommt der Tag, da rettet ihr auch mein Leben. Oh ja, hoffentlich bald. Dann sind wir Blutsbrüder. So wie du und Old Shatterhand. Ihr wart doch Blutsbrüder, oder? Ja, Old Shatterhand wurde mein Blutsbruder. Es ist schon sehr lange her. Die Bäume haben seitdem viele Male ihre Blätter abgeworfen. Ich möchte auch dein Blutsbruder sein. Ich auch. Bitte, Winnetou. Mein Bruder.
meinen Bruder. Meine Brüder. Gehorcht der Wolf uns jetzt auch? Schließlich sind wir Blutsbrüder. Er gehorcht niemandem. Mir auch nicht. Aber wir sind Freunde und wir respektieren uns. Guck mal, ein Hase! Daneben! Aber warum hast du das Messer geworfen? Nur so aus Spaß. Man tötet nicht aus Spaß. Und außerdem war dein Wurf sehr schlecht. So. So muss man es machen. Mhm. Verstanden? Ich habe auf den ersten Blick gesehen, dass es für uns alle gut ist. Was ist, wenn der Bau der Bahnlinie aus irgendeinem Grund eingestellt wird? In 3 Monaten führt die Bahnlinie hier ganz in der Nähe vorbei. Und dann ist dieser Wald hier Gold wert. Pures Gold. Die Indianer werden nicht ruhig. Timmy, ich habe dich überall gesucht. Wo warst du so lange? Es war Nacht. Er ist bei mir geblieben. In Sicherheit. Balthasar, Balthasar! Hey! Hey! Winnetou! 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 Sie sind alle auf dem Kriegspfad. Es wird viele Tote geben. Und 2 unserer Krieger sind umgebracht worden. Und Vashti will sich jetzt an den Holzfeldern rächen. Danke, kleiner Bibe. Ich spreche mit Vashti. Wenn es nicht zu spät ist. Du bist der tapferste Krieger, den es je gegeben hat. Kleiner Bibe. Es gibt eine Zeit für den Kampf und eine Zeit für Verhandlungen. Man muss nur wissen, wann die richtige Zeit ist. Heißt das, dass man auch mit dem Kopf kämpfen kann? Oh ja, und es gelingen einem die größten Siege auf diese Weise. Winnetou, wirst du uns jetzt verlassen? Nein, das mache ich nie. Es ist nicht die Zeit, seinem Volk den Rücken zuzuwenden. Willst du wirklich Vashti heiraten? Man kann nicht immer das tun, was man will. Kleiner Biber grüßt seinen großen Bruder Winnetou. Die Männer sind auf dem Kriegspfad. Du willst neue Waffen. Das wird ein fürchterliches Blutvergießen geben. Kannst du die Krieger nicht aufhalten? Sie hören nicht mehr auf mich.
Sie denken nur an den Ruhm und die Ehre, nicht an den Tod. Wir müssen es verhindern. Wir brauchen einen Plan. Einen guten Plan. Daraus findet man gar nichts mehr. Balthasar! Hier, Timmy. Schnell, Bart. Also, Mary Kishkauko, kleiner Biber Timmy, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Für dich kein Problem, John, oder? Na, kommt. Los, los, los. Balthasar, für meine Aktion brauche ich unbedingt Whisky. Ja, aber mein roter Bruder. Whisky? Ich bin auch nur ein Mensch, mein schwarzer Bruder. Im Morgengrauen greifen wir an. Was tut Kishkauko hier? Das ist ein Ort für Krieger. Ich bin dir gefolgt. Du bist ein tapferer Krieger. Aber je tapferer ein Krieger ist, desto näher ist er dem Tod. Wenn mich der große Geist ruft, werde ich ihm folgen. Kishkauko ist weise. Ich bin der richtige Mann für dich. Wir haben dasselbe Ziel. Vielleicht gehen wir verschiedene Wege. Aber ich vergesse all die Lügen nicht und die gebrochenen Versprechen. Du musst lernen, dass dein Weg nicht immer der beste Weg ist. Aber ich will nicht, dass die Squaw... Wie oft habe ich dir gesagt, lass den Pfeil nicht ruckartig los. Ganz sanft, zieh her. Du musst das Tier lieben, auf das du zielen willst. Es ernährt dich. Sein Schicksal ist mit deinem verknüpft. Dann findet dein Pfeil sein Ziel. Ich hätte ihn beinahe getroffen. Beinahe ist nicht genug, so kannst du verhungern. Begegnet, der so denkt wie du. Wie denke ich? Wie ein Mann, den ich respektieren könnte. Wie ein Mann, den ich sehr gern haben könnte. Ich bin ein Indianer. Ein roter Mann. Für mich bist du ein Mann, Winnetou. Und ich bin eine Frau.
Winnetou verlässt uns. Ich werde ihn nie wiedersehen. Winnetou weiß, dass wir ihn brauchen. Er wird wiederkommen.